Vielleicht können Sie uns kurz schildern, was bei dieser Befragung unter den Wirtschaftstreibenden herausgekommen ist. Wir haben dazu auch eine Grafik vorbereitet, die wir vielleicht da einblenden können. Ja, genau. Also man sieht, also wir haben hier einmal allgemein einfach die Frage gestellt, wie stehen Sie der neuen Fußgängerzone gegenüber? Und man sieht dann eigentlich schon sehr schnell, dass eigentlich in der ersten Gruppe, also in der Gruppe der sehr positiv und positiv, sind da immerhin 52% eigentlich vertreten, die dem wirklich eben positiv gegenüberstehen. Wir haben aber auch, und das ist auch ernst zu nehmen, natürlich eine Gruppe, die dem sehr skeptisch gegenübersteht und das auch mit eher negativ und sehr negativ beantwortet hat. Und das ist natürlich dann auch eine Gruppe, da muss man wirklich hineinhören und sich diesen Themen und diesen Einwänden intensiver eigentlich annehmen. Aber es gab auch natürlich eben die letzte Gruppe, das waren immerhin 14 Unternehmerinnen, die eigentlich neutral oder indifferent in dieser Frage sind. Und so sieht eigentlich jetzt einmal dieses große Bild einmal aus, was uns jetzt natürlich hilft in der weiteren Diskussion.